Hat er sich jetzt alle geholt? Come on. Another attack, Cap. Okay, mach das Ganze bitte nochmal. Okay, jetzt machen wir den Team weg. Okay, du brauchst ihn nicht mehr auflösen, weil er ist schon tot. Dann löst ihn mal bitte auf. Und tot. Sehr viel Zeugs. Noch mehr Zeugs. Done and done. Ahoy. Oh? Alof ist wieder unter uns. Gelegentlich passt eine Schwefelblase an der Oberfläche dieses warmen Beckens. Ja, das ist ein Schwefelbecken. Das dachte ich mir fast schon. Und ja, das ist dieser Bereich, wo die ganzen Fallen sind. Ja, sehr schön. Das heißt, Palegina braucht die... Braucht mal wieder ein bisschen Drogen, um die Fallen entdecken zu können. Wow, ich sehe die Falle. What can I do? At once. Ich sehe die Fallen doch. Ich muss nur nah genug ranzoomen. Indeed. Also ja, ich hätte auch durch das Auge rein können. Ich muss nur klüger sein, was die Fallen angeht. Ja. Übrigens auch interessant, warum leuchtet es hier? Hier ist nämlich ein Auge. Ach, das ist die Nase, ja, okay. Auge, Auge, Nase. Das heißt, wir gehen jetzt hier runter, sobald Hagrim da ist.
So, und wir haben die ertrunkenen Hügelgräber entdeckt. Hügelgrabwache, Hügelgrabwache. Oh, I think I can't see you, you sneaky bastard. Oh shit. Da sind mir dann noch ein paar zu viele. Wenn ich nämlich Glück habe, kann ich den Eoten alleine kriegen und erstmal platt machen und dann mich um die Wachen innen drin kümmern. Und ja, ich sollte mehr von Alofs Magie mal wieder für nutzen. I can't see you, you sneaky bastard. Okay, die haben mich bemerkt da. Das ist noch schlechter als sonst. So, machen wir mal eine heilige Einäscherung. Verzögerter Feuerball, starkes Phantom. Das ist nicht schön. Achso, das ist ein Phantom von ihm selber. So, schnell eine Heilung. Auflösung. I did not con this spell speak. Palagina, heil dich nochmal. Hallo. Mach den Tod, bitte. Der Bogen ist echt Gold wert. Wenn sich Gegner nicht wehren können. Jedenfalls Gegner, bei denen das wirkt. Hallo. Metaphysik. Heimlichkeit. Ist okay. So. Verlängert die Beschwörung. Die zum Beschwören von Waffen benötigte Zeit. Wie lange benötigst du zum Beschwören? 3 Sekunden nach das geht. Hören wir über die Anzahl an Ermächtigungen oder. Der Zauber beschwört das Siegel der legendären Schauberin Minoletta. Wenn er im Nahkampf getroffen wird, rächt er sich das Siegel mit Stichschaden. Hm.
Ein getrockneter und lässt... Das ist blöd, weil das trifft auf uns. Nee. Kampfstab? Nö. Ah, machen wir wirklich die Zeit. Oder nee, die Ermächtigung. Weil wir werden wahrscheinlich Ermächtigungen brauchen, wenn wir gegen den Obermufti hier kämpfen. Yes, of course. Okay, Alof, du beschwörst gleich wieder deinen Bogen. Seraphin, du holst uns Verbündete. Oh, jetzt hat er den Bogen gut. Okay, Seraphim wurde geschweint. Das ist nicht so toll. Palagina, heil nochmal Seraphin. Mit einem normalen Hand auflegen. Yes? Alof? Hier. Okay, Waffe ist abgelaufen. Mach den da mal endlich tot. Oh, er ist tot. So, jetzt ist nur noch der eine hier übrig. Und damit sind alle tot. Absolutely. So, dann plündere ich hier nochmal alles. Was war das? War das eine Zutat? Nein. Besonderer Gegenstand? Was auch nicht. Hier ist es auch nirgends. Ah. Implosionsladung. Ach, wie nett. What can I do? Certainly. Eyes open. Aber gut, ich würde jetzt mal sagen, bevor wir hier weitergehen, auch wenn wir noch nicht ganz die volle Aufnahmezeit haben, mache ich heute mal früher einen Cut. Also speichere ich jetzt. Das ist dann LP0... Ah, zusammengeschrieben 049. Speichern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis dann.